Samstagstrainerin und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so viel zu Hause ist, irgendwie sitzt man dann ja doch relativ viel und dann habe ich gedacht, sind vielleicht ein paar All-Time-Classics von Fastio genau das Richtige, irgendwas, wo man kein großes Equipment braucht, vielleicht irgendwie eine Selta-Flasche oder ein Kissen, wenn ihr habt, eine aufgerollte Matte. Und vor allen Dingen gilt wie immer, schmeiß alles über Bord, was du beim Aerobic gelernt hast, hör auf deinen Körper und hab einfach Spaß. Versuch mitzumachen und lass uns eine kleine Fastio-Party starten. Los geht's! Ich bin auch dabei. Die liebe Sonja ist mit da und sie wird mitmachen, damit wir hier noch ein bisschen mehr Freude verbreiten können. Marschier locker auf der Stelle und sei da jetzt schon ganz weich in den Knien. Kannst dich gerne auch schon mal so ein bisschen auslockern. Und dann bring mal deinen rechten Fuß zurück. Lockeren Ausfallschritt. Komm in einen stabilen Stand. Komm hinten schon mal so ein kleines bisschen tiefer. Reck dich und streck dich nochmal. Und dann lass die Arme fallen. Und fang an, dich auszuschütteln, ganz locker und durchlässig zu wippen. Lass alles an deinem Körper schnuppern, was jetzt nicht durch deine Kompressionsklamotte festgehalten wird. Und dann bleib stehen. Breite mal die Arme aus. Hab das Gefühl, du bist ein Segelflieger, der jetzt über Deutschland fliegt bei wunderschönem Wetter. Schau mal, was da so in Finkenwerder los ist. Und dann kommst du wieder zurück, wechselst mal die Seite, angenehmen Ausfallschritt und lass dich wieder durchhängen. Schüttel mal die ganze Steifigkeit aus dir raus. Sonja zeigt euch, wie das Ganze von der Seite aussehen kann. Und dabei ist es dann auch total egal, ob die Knie zusammenfallen oder nicht. Breite wieder die Arme aus. Und nachdem wir uns Finkenwerder geguckt haben, schau doch mal Richtung Bergedorf. Und vielleicht noch mal nach oben. Sternwarte in Bergedorf. Und dann kommst du wieder zurück. Schließ die Beine. Wir sind mittlerweile im Bildschirm gelandet. Breite Mülltonnen. Schüttel dich aus. Oh.
wieder. Schmeiß über Bord, was du aus dem Aerobic kennst. Das ist keine natürliche Bewegung. Denk dran, wir wollen Durchlässigkeit. Aus dem Seitentap wird ein Anvers. Guck mal, ob du die Ferse bis ans Gesäß bekommst. Und wenn du soweit bist, nimm mal die rechte Hand und klatsche sie hinter dem Körper auf die linke Fußsohle. Lösende Technik. Weck deine Füße auf. Bring deine Grundsubstanz ein bisschen zum Fließen. Und wieder zurück in den Seiten. Geh ein bisschen tiefer in die Knie. Nimm den Oberkörper mit. Genau, bleib krumm in der Mitte und streck dich. Wenn du zur Wand gehst. Komm langsam wieder hoch. Und wieder zurück ins Anwerfen. Die linke Hand will zur rechten Fußsohle. Schau mal auf deiner Hand hinterher. Aufrichtung im Körper. Vielleicht merkst du deinen Oberschenkel. Und weil das so gut klappt, versuchen wir doch mal gleich beide ab. Los geht's! Und wenn dir das noch nicht reicht, guck mal, ob du das vorne kannst. Weg. Das nächste Lied brauchst du entweder, wenn du im Besitz von Gewichten bist, ein Gewicht oder aber eine Wasserflasche, je nachdem, was du nehmen möchtest, 1 Liter, 1,5 Liter, was dann ja ungefähr 1 oder 1,5 Kilo entspricht. Und du versuchst so akzentuiert wie möglich zu arbeiten. Wir kümmern uns jetzt so ein kleines bisschen um die Seitenleitbahn, das heißt, dass wir lang werden auf der Seite und das kombinieren wir dann noch mit dem Überkreuzen später der Beine und stell den Fuß dabei auf die Außenkante und richtig in die Hüfte rein, damit du auch einen Stretch fühlen kannst. Also einen Stretch unter Last, um die Faszie auseinander zu ziehen und wieder weiter in den Körper zu bringen. Los geht's! Komm in einen engen Stand. Deine Flasche startet in der rechten Hand. Und wir gehen ganz langsam, nur mit dem Unterarm nach oben, Flasche bis zur Schulter. Die Bewegung kommt aus dem Ellbogen und du streckst den Arm. Und dann sinkt aber als erstes der Ellbogen wieder runter. Nur den Unterarm, Ellbogen startet. Das Ganze wird ein bisschen
Letzter auf diese Art. Über den Kopf. Überkreuz jetzt dein rechtes Bein. Und um das Ganze noch ein bisschen größer zu machen, schieb den linken Arm weiter rum. Letzter. Überlasten wir jetzt unser Gehirn, indem wir einfach koordinativ arbeiten. Versucht mitzumachen und vor allen Dingen versucht dabei Spaß zu haben, egal ob es klappt oder nicht. Komm mal hier auf deine rechte Seite mit dem Gewicht, die Ferse ist angehoben. Und Schritt runter. Wechsel von rechts nach links. Dass wirklich die Ferse auf den Boden aufknallt.
eine aufgerollte Matte oder ein etwas größeres Kissen, irgendwas, was dir einen instabilen Untergrund macht. Wir reisen nach Hawaii, wir gehen surfen. Du spielst Tischtennis oder aber, und vielleicht reiß ich da jetzt irgendwie Mauern ein, vielleicht habt auch ihr jemanden, wo ihr sagt, oh, den würde ich so gerne mal. Dann denkt daran. Okay? Los geht's. Lockerer Stand. Rechts beginnt. Kick nach vorne und schmeiß dich zurück. Langsam beginnst du diese Bewegung zu fühlen.
Linke Seite. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, ab. Vorwärts, rückwärts,
letzten langsam. Und das Gleiche auf der
das war's schon. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich auch. Ich freue mich immer noch wieder darüber, dass ich hier nicht ganz alleine sein musste. Denn irgendwie ist das eine ganz fremde Geschichte, wenn mir irgendwie die Teilnehmer fehlen und man so alleine ist. Es ist doch viel, viel schöner, wenn ihr dabei seid, und in dem Sinne bleibt gesund, und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.